miteinander, untereinander. Wir versuchen, ein industrielles, handgefertigtes Produkt zu machen, und ich glaube, das zeigt uns, dass wir in der Ostschweiz tätig sind und diese Produkte ein eigenes Gesicht bekommen. St. Gallen ist für mich der Ort, neue Sachen zu realisieren. In dieser Tradition von dieser Textilstadt St. Gallen, die eine 700-jährige Tradition mit sich bringt, die nicht wegzudenken ist für das Know-how, das vorhanden ist bei den Menschen und diesen Firmen, die in St. Gallen tätig sind in diesem Textilgebiet. Ja, die rechts ist da oben auch ein Stückchen auf die grüne Seite. Der Wind ist auch toll geworden. In den 60er Jahren haben wir die Stickereitechnologie ganz wesentlich verändert mit der Apparatur, dass wir Pailletten, die ansticken können, industriell, dass das von der Handarbeit wegfällt. Laser kennen wir aus der Medizin, aus Technologien, die haben wir adoptiert für unser Produkt Textil. Wir haben Maschinen gebaut, wo wir mit diesen Laserstrahlen Stoffe schneiden können, Löcher in die Stoffe aufschneiden, dass es dreidimensional rausfällt, und das hat eine neue Dimension gegeben. Im Zeitalter der Elektronik ist der Inkjet entstanden, wo wir täglich ausdrucken, dass wir heute farbige Fotos oder Image, die auf Photoshop gemacht werden, ausdrucken können auf unsere verrückten Materialien. Natur ist für mich ein Maßstab für die Beurteilung, was ist schön, was ist nicht schön. Wenn jemand mich fragt, kann ich am Beispiel von der Natur eine Antwort geben, weil die Natur die Proportion immer schön hervorbringt. Ich denke, der Fundus von unserem großen Weltarchiv gibt uns die Möglichkeit, uns zu wandeln, etwas neu zu interpretieren. Ich versuche, das Gefühl an den Tag zu bringen, an das Licht zu bringen, und hoffe damit, den Trend der Zeit zu spüren und etwas zu bewirken. In der Mode muss man nicht alles ernst nehmen. Nach 3 Monaten ist alles wieder vergessen. Und das gibt uns die Möglichkeit, mit einem Spaß etwas in eine Kollektion zu bringen, das sich niemand getrauen würde und wo wir darüber lachen können. Ich habe einen Traum, einen Stoff zu entwickeln mit Flüssigkristall, wo sich das Manke auf dem Laufsteg bewegt und im Innern des Stoffs läuft ein Film mit Farben und Formen, die sich bewegen,
wie der Stoff sich selber auch bewegt. In Paris trinke ich Champagner, in St. Gallen Apfelsaft. Ich reise nach Paris mit den neuen Kollektionen, präsentiere die Kollektionen bei den Couturiers und die wühlen in diesen neuen Stoffen, in diesen Kreationen. Sie sind neugierig, sie packen die Sachen oder sie lassen die Sachen fallen. Gleichzeitig besuche ich die Modeschauen, die ganz wichtig sind für mich, um zu erkennen, wo die Mode hingeht, wie sie sich bewegt, wie unsere Stoffe verarbeitet wurden. Und da gibt es immer wieder ganz schöne und auch traurige Überraschungen, was mit unseren Stoffen gemacht wird. In St. Gallen bin ich weit weg von dem Modegeschehen und das gibt die Freiheit, für Stoffe zu denken, ohne den Kampf von der Mode zu führen. Schweiz und Design.